Gleich zum Beginn des vierten Tages kam das Aus für Daniel Altmaier. Sein Match gegen Aslan Karatsev aus Russland war am Mittwoch wegen zu starkem Regens unterbrochen worden. Den ersten Satz hatte Daniel Altmaier noch gewonnen, den zweiten im Tiebreak verloren und den heute fertig gespielten mit 2:6 abgegeben. Keine Blöße gab sich Titelverteidiger Holger Rune. Der Däne gewann gegen Jannik Hanfmann. In 2 Sätzen siegte Rune mit 6:3 und 6:4. Es war körperlich sehr anstrengend, vor allem am Anfang. Da musste ich mich mehr bewegen als sonst, weil es sonst so kalt war. Aber das ist für alle gleich, auch für Jannik Hanfmann war es so. Also war alles gerecht und ich habe es geschafft, ein Spiel zu spielen, welches funktionierte. Ausgerechnet an seinem 26. Geburtstag schied Alexander Zverev aus. Der zweifache BMW Open-Sieger unterlag dem Australier Christopher O'Connell. Der in Münchner Nummer 3 gesetzte Alexander Zverev verlor den ersten Satz im Tiebreak mit 6:7 und den zweiten Satz mit 4:6. Damit ist Alexander Zverev genau wie im Vorjahr in seinem Auftaktmatch bei den BMW Open gescheitert. Ja, vielleicht. Es hat natürlich nicht geholfen, aber ich komme hier in den letzten paar Jahren komme ich hier sehr schwer mit dem Druck klar, glaube ich, in Deutschland zu spielen. In München zu spielen, ist, weiß nicht, es ist für mich einfach schwierig. Ich habe nicht so richtig. Im Training spiele ich wunderbar. Ich habe im Training keinen einzigen Satz verloren. Ich glaube, ich habe nicht mehr als 2 Spiele im Training verloren. Aber auf dem Matchplatz ist es für mich was komplett anderes, glaube ich, nochmal. Auch für Oscar Otte sind die BMW Open zu Ende. Nachdem Otte den ersten Satz glatt mit 0:6 verloren hatte, gewann er den zweiten Durchgang mit 6:3. Nachdem der dritte Satz mit 3:6 verloren ging, verabschiedete sich Oscar Otte von den Münchner Fans. In der Einzelkonkurrenz ist nun kein deutscher Profi-Tennisspieler mehr mit dabei. 6:3.